So, moin Leute. Servus. Heute Video teilt sich in zwei Teile auf. Und zwar, ich habe vor, oh Gott, wann war das? Vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren oder sowas, habe ich mit dem Frank Grey Element, den man, also ganz kurz vielleicht am Anfang mal ein Dankeschön an Frankie, der hat uns wirklich jetzt hier auch supportet bei dem Video. Der geilste Beton-YouTuber weltweit. Auf jeden Fall in Deutschland. Ne, wirklich Hammer-Typ. Weltweit, auf jeden Fall. Also, macht schon geiles was Zeug. Was der für Infos for free zur Verfügung stellt und wie er darauf eingeht, auf die Mischung. Ich finde es schon also geil. Folgt Frankie Boy. Dem habe ich vor 2,5 Jahren habe ich einen hammergeilen Couchtisch mit ihm zusammengebaut. Ein paar Bilder schneiden wir jetzt drunter. Und vor ein paar Monaten kam ein Abonnent auf mich zu und meinte, ey, Nico, Kilian, könnt ihr nicht für uns, also Tom und Sandra, Gruß an euch an der Stelle raus. Aber eine richtig coole Zusammenarbeit fand ich auch so von der Bestellung her, wie wir das optimiert haben. Die wollten, dass wir ihnen einen Tisch bauen mit so 2 Betonkufen, 80x80er Tischplatte. Gell? Ja. Eicheholz und so weiter und so fort. Und da haben wir uns halt mega ins Zeug gelegt. In einer unserer ersten Kundenaufträge so wollten wir ein richtig geiles Ergebnis liefern. So, Video teilt sich in zwei Teile auf. Der erste Teil gehen wir darauf an, wie macht man wirklich die perfekten Sichtbetonkufen so als Untergestell. Und was gibt es zu beachten beim Anmischen vom Beton und beim Herstellen der Schalung? Also man kann wirklich bei der Schalungherstellung durch diese Sichtbetonseite ganz viel richtig machen, aber leider wird es auch viel falsch. Und genauso beim Anmischen vom... Ziemlich viel falsch, ja. Da muss man, ja manchmal auch durch Fails zum perfekten Ergebnis. Aber ich sage euch, das Ergebnis richtig von den Kufen am Ende richtig geil. Also in dem Video jetzt, wie macht ihr die perfekte Sichtbetonfläche? Jetzt wenden wir uns dem Sichtbeton zu. Erzähl mal als allererstes dieses Material. Also man kann auch... What's that? Ich schaue mal kurz die GoPro an. Normal nimmt man als Material Spanplatten beschichtete, aus dem so die ganzen IKEA-Schränke sind und so. Aber ich kam glücklicherweise... Also was das für Material ist, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so Plastikzeug. So ein bisschen weich und es hat man von einem Dachfensterfutter übrig gehabt. Wenn man so fertig Dachfensterfutter kauft, dann muss man sich das so aussägen und das war halt davon übrig gewesen. Und es ist halt arschglatt und Beton ist halt hinterher so, wie die Schalung genau, ist. Ne? Da, wo es anliegt. Genau. Und mit dem haben wir jetzt echt die perfekte Sichtbetonoberfläche kreieren können. Ja. Und ja, wir hatten deswegen auch eine Platte als Grundplatte genommen, die hier. Da hat man nochmal ein Brett runtergelegt und haben das dann draufgeschraubt. Was für ein stabiles, ja. Das war dann die Base. Hier sieht man es noch. Ja, hier dann haben wir einmal mit dem Bleistift den Grundriss aufgezogen, komplett. Und weil das Zeug ja so schwabbelig weich ist, haben wir dann erstmal ein Brett genommen und das dann drauf geschraubt. Genau, wichtig, das ist die glatte Fläche, die Innenseite. Wichtig halt von hinten schrauben, ne? Nicht von hier. Funktioniert jetzt auch nicht mehr. Oh. Dann haben wir einfach Stück für Stück hier mit den Latten immer so perfekt aufgebaut. Auf die Linie geschaut. Und dann sind wir Step by Step weitergegangen. Ne? Dann kam so hier das Zwischen rein und haben das dann alles miteinander verschraubt. Ja, und dann haben wir das halt nach und nach einmal aufgebaut komplett. Wenn es dann zusammengebaut ist, braucht man Schalöl auf jeden Fall. Und da empfehle ich auch wirklich Schalöl zu nehmen. Klar, man kann auch Salatöl nehmen oder ja, so Zeug aus dem Hausgebrauch. Aber wir wollten uns da nichts verspielen, haben Original-Schalöl genommen, was zum Bettungsschalen auch verwendet wird. Tut man einfach mit einstreichen und wichtig hinterher dann Küchentuch oder sonstiges Tuch nehmen und es dann wirklich nochmal gut abtragen, weil wenn man jetzt da so eine kleine Pfütze stehen hat, die hat man natürlich im Beton drin, also hat eine Beule drin, hat Verfärbungen drin, deswegen es wieder clean machen. Ja, und was ich jetzt ganz vergessen habe, der Zwischenschritt, du musst ja noch silikonieren. Stimmt, die Kanten, das ist auch wichtig. Das war der größte Scheiß, ja, weil hier schön und gut, da kannst du silikonieren, aber hier drin, Alter, du kommst mit dem Finger da nicht richtig runter, du kommst mit der Silikonding nicht richtig hin. Deswegen hatte ich dann das Ding nochmal auseinandergebaut, die Schalung,
hatte dann erst hier silikoniert, habe das hingestellt, hier silikoniert und habe es dann, ja, also das war auch so ein Learning. Absolut. Hätte man ein bisschen Zeit sparen können, hätte man es gleich von Anfang an gewusst. Aber Silikonfuge machst du halt, damit du die Kanten vom Beton, von der Kufe nachher gebrochen hast, dass es schön sauber aussieht. Genau. Und da halt auch wichtig, dass es halt eine saubere Fuge ist, weil die Fugenaußenseite ist natürlich die Außenseite des Betontisches und die Kufen oben sind halt wirklich an der Sichtseite. Du hast die geilen Eichenbalken und dann muss diese Kante einfach perfekt sein. Ja. Letzte Challenge dahinter. Okay, dann mit dem Öl verlinken wir auch natürlich wie immer alles unten in der Videobeschreibung, was wir da verwendet haben. Aber wirklich das Beste vom besten Material halt. Und dann? Ja, und dann geht es an die Bettung. Dann haben wir herkömmlichen Estrichbettung aus dem Baumarkt genommen. Also da braucht man jetzt dann auch nicht den teuersten nehmen, da spielt es wirklich keine Rolle. Da kann man die Eigenmarke nehmen, weil Estrichbettung hat immer nur den Mindestanteil, also das habe ich jetzt von Frank, den Mindestanteil an Zement drin, der gesetzlich drin sein muss. Das ist egal, ob man die Eigenmarke nimmt oder was Teures, man kauft einfach einen Sack Portland-Zement, Portland-Hütten-Zement dazu und macht nochmal 10% Aufschlag rein. Ne? Also wenn ich jetzt den 40-Kilo-Sack habe, 10% davon, 4 Kilo, tue ich nochmal 4 Kilo. Portland extra. Ne, 5% war es nicht, 10. 5? Jetzt habe ich es falsch im Kopf gehabt. 5%, ja, 2,5 Kilo nochmal Portland. Dann wird er nochmal ein bisschen fester, qualitativer. Okay. Und jetzt kommt der wichtigste Punkt, den habe ich bei meinen zuvorigen Beton-Projekten, die eigentlich zu 80% schiefgelaufen sind, nicht gemacht. Betonverflüssiger reinmachen. Wenn ich dann das perfekte Mischungsverhältnis habe, ist also relativ steif. Und wenn ich dann ein bisschen mehr Wasser dazu mache, wird die Stabilität hinterher gleich viel geringer. Also ein bisschen mehr Wasser dazu, er wird flüssiger, schön, aber er ist nicht mehr stabil. Deswegen sollte ich ihn perfekt anmischen, so wie es hinten drauf steht, das Verhältnis. Und dann nehme ich hier meinen Bettungverflüssiger. Nach da, das war pro Kilo Zement 15 Milliliter ein. Ja. Steht das irgendwo drauf oder hat uns der Frankie das dann? Das steht in der, Anleitung drin. Okay. Ja, also, ja. Und da sollte man auch wirklich das ausrechnen. Normaler Zementsack, wenn ich den so kaufe, ist ungefähr ein Viertel Zement drin. Also bei einem 40-Kilo-Sack sind 10 Kilo Zement drin. Wenn ich jetzt nochmal selber 2,5 Kilo dazu habe, dann habe ich jetzt 12,5 Kilo. Und dann muss ich halt rechnen, pro Kilo nochmal 15 Milliliter. Und dann wirklich auch nicht mehr reinmachen. Also 15 Milliliter ist so das Maximale. Wenn ich mehr reinmache, dann kann es so Verblühen drin geben. Das ist auch wieder blöd. Und wichtig, wenn man so Spielchen macht mit Zusätzen drin, sollte man am besten Bettungmischer nehmen, weil von Hand kriegst du es einfach nicht so genug vermischt. Und dann mische ich es komplett an und erst danach noch mal eine Minute das Zeug rein. Also das Zeug rein eine Minute weiterrennen lassen. So. Und dann merkt man richtig, wie so die Konsistenz flüssig wird. Das ist krass. Okay. Ja. Dann der nächste Step. Man haut es lagenweise rein. Genau, dann fängt man an, von einer Seite das Ding zu füllen. Das Problem, wenn ich jetzt den Beton nehme, noch hier ein bisschen rein, da ein bisschen, dann sieht man das hinterher auf der... Die verschiedenen Dinger. Mhm. Deswegen, also den Trick habe ich auch von Frank, du haust es hier ein Stück rein und dann tust du mit der Hand deswegen schon im Richtung bringen und dann tust du auf dem Beton, der da schon drin ist, wieder die Portion draufkippen und dann tust du mit der Hand so weiterschieben. Mhm. Das mit der Hand hat auch den Vorteil, dass es schon mal so ein bisschen vorverdichtet wird, dass halt die Fläche hinterher schon mal perfekt ist. Und dann einfach lagenweise hoch. Ich bin dann in dem Fall bis zur Hälfte gegangen, habe Hasendraht genommen, Hasendraht reingelegt. Hier für die Zipfel nach oben. Auch nochmal ein Stück Hasendraht genommen und so gedreht zur Bewehrung. Und dann bis hoch und zwischendurch immer ein bisschen abgeklopft mit Gummihammer. Also nicht mit dem Stahlhammer, weil die Schalung findet das nicht so cool, wenn du da. Ihr könnt dann irgendwann die Biege machen. Und bis komplett oben. Bis komplett hoch.
und dann hinterher mit der Maurerkelle schön glatt gezogen, langsam. Und dann merkt man richtig, wie die Oberfläche langsam perfekt wird. Und dann nochmal ein bisschen klopfen, da sieht man dann, wie die Blasen so aufsteigen. Luft raus. Wichtig ist, dass der Untergrund auf jeden Fall gerade ist. Also bei unserem Tisch, nee, es war nicht arg, es war nur minimal. Also auf der einen Seite war es bündig, auf der anderen Seite so 2 mm Luft. Also es macht nichts, aber vorher mal achten. Die Wasserwaage einfach drauflegen, weil wenn es zu schräg ist, klar, dann ist der Fuß hinterher schräg. Unterschiedlich dick. Und dann darauf achten von der Temperatur her, also das nicht in der prallen Sonne draußen machen im Sommer, weil dann trocknet einfach die Oberfläche zu schnell und dann gibt es Risse drin. Wenn es jetzt wirklich warm ist und ich finde auch keinen kühleren Kellerraum, dann mit der Folie abdecken. Der Nachteil ist mit der Folie, das siehst du halt hinterher, dass eine Folie drauf lag beim Trocknen. Deswegen einfach Raum drin machen. Okay. Und dann wichtig, 2 Tage trocknen lassen. Und dann auspacken und dann aber auch nochmal trocknen lassen. Man sieht es wirklich hinterher, wenn man es ausgeschaltet hat, wie es noch so ganz dunkel ist. Und wenn dann nochmal zwei Tage vergehen, wenn es offen ist, wird es richtig hell. Ja. Okay. Und dann kommen wir noch zum Versiegeln. Ne? Ja. Also da gibt es ja auch Imprägnieren. Genau. Also hol mal einen, einen Fuß her und wir zeigen schauen uns Begeisterung. So. Hier ist jetzt das Meisterstück. Unfassbar geil. Ich mache nachher ein paar Nahaufnahmen. Was ich so krass finde, man spiegelt tatsächlich sich oder das Licht in dieser Oberfläche drin. Das ist so eine Marmorplatte. Das ist so krass. Ich habe echt noch so Spaß, darüber zu fummeln. Noch nie solches Ergebnis erzielt mit einer Betonplatte. Aber das liegt halt echt an dem Betonkopfflüssiger. Ohne den kriegt man das einfach nicht so perfekt hin. Beachten muss man halt oder bedenken, dass die Fläche nur auf der Unterseite so geil wird. Am Rand halt nicht, weil da steigt die Luft nicht so gut auf. Also deswegen hat man am Rand hier auch überall Lufteinschlüsse. Aber auf einer Seite. Die Sichtseite, die muss halt perfekt sein. Die ist optimal. Schmieren wir es ein. Ja. Imprägnieren. Mit dem Ilka Fleckenschutz. Yes, was gibt es da zu beachten oder zu wissen noch? Gute Frage. Ne, gibt es eigentlich nichts zu beachten. Also, aufdrehen. Es gibt zu beachten, dass es eben Imprägnierung gibt und eine Lasierung. Die Imprägnierung, die siehst du hinterher nicht. Die verfärbt den Beton nicht und du siehst nichts. Bei einer Lasierung wird der Beton an sich nochmal, wie nennt man das, nicht widerstandsfähiger, sondern noch unanfälliger gegen Fleck. So, also einfach so ein bisschen auftragen. Warte, GoPro. Yes, haben wir unseren Lappen. Und jetzt siehst du es eben. Erst ist nass. Und dann trocknet es jetzt. Und dann siehst du hinterher nichts. Ah, krass. Ah, krass, wie schnell das wegtrocknet. Mhm. Und wie schön die Spiegelung. Schaut euch das an, Leute. Seht ihr das? So muss Beton halt aussehen. Schau mal. Das ist so geil. Ja, das Einzige ist, dass das Zeug schweineteuer ist, aber es ist auch echt ergiebig. Ich habe es jetzt schon für mehrere Projekte verwendet, aber das Ding kostet halt 40 Euro. Ne? Ja, ist schon krass. Das ist schon krass. Aber nur das Beste vom Besten für das beste Ergebnis. Ja, ich habe das extra in so einem Fachladen für so Beton-Zeug gekauft. So. Finish. Mhm. Ich werde mal die letzten Sätze. Mhm. Was noch zu erwähnen ist hier, wir haben so einen Schleifschwamm, 800er Körner. Wenn man jetzt kalkhaltiges Wasser hat, kann es sein, dass man Kalkablagerungen auf dem Beton hat. Was wir jetzt eben nicht haben, weil wir im schönen Freiburg wohnen. Da muss man damit leicht das Kalk abbürsten, aber wenn eben nichts ist, einfach so lassen. Mega, hm? Saugeil. Ja. So. Das also ich würde sagen, wirklich für die perfekte Sichtbetonplatte eigentlich alle Infos rausgehauen, die es dazu gibt.
Jetzt gehen wir hin, machen die Eicheplatte fertig, stellen alles nachher rein, machen ein zweites Video dazu, wie man die perfekte Platte macht. Und wenn ihr das Projekt halt einmal fertig sehen wollt, schaut euch das zweite Video an, dann zeige ich mal alles, wie wir die Eicheplatte fertig machen, die Balken vorbereiten. Das zweite Video stand bei mir auf dem Channel. Yes. Link bei dir unter dem Video. Wie immer. Ja, dass ihr es auch findet. Und ich bin jetzt echt mal richtig gespannt, wie das am Ende so aussieht, wie das die harmoniert, halt, die Eiche mit dem Beton, weil ich habe bisher noch nie viel mit Eiche gearbeitet, aber ich finde es ein richtig schönes Holz, gerade wenn es geölt ist. Oh, das geht mein Herz auf. Unter anderem. Oh. Ja. Okay, so viel zum Beton. Für die Eiche-Liebe dann rüber zum Kilian. Also alles Gute euch. Wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anmerkungen oder sonst irgendwas, wie immer, ab in die Kommentare. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.